Willkommen bei SKNK, Freunde. In diesem Video heute gibt es schon wieder das nächste Unboxing auf meinem Kanal. Und zwar werden wir das Note Package für das Galaxy Z Fold 3 auspacken. Ihr wisst ja, im letzten Video habe ich das Fold 3 ausgepackt. Für alle, die es verpasst haben sollten, verlinke ich es nochmal hier oben in der Infobox. Auf jeden Fall ist bei diesem Fold 3 ja in der Verpackung das Netzteil nicht dabei. Das müsst ihr separat kaufen, was ich übrigens auch eine Schweinerei finde bei diesem Preis für dieses Gerät, dass die da kein Netzteil zu packen. Auf jeden Fall haben die hier so ein Package zusammengestellt mit dem Original Samsung Flip Cover, mit dem S Pen. Das finde ich sehr gut, dass hier der S Pen für das Fold 3, der wurde auch extra für das Gerät konzipiert, hier mit dabei ist und natürlich auch dann das Netzteil, das 25 Watt Netzteil. Ich würde sagen, wir schauen uns das alles jetzt mal ganz detailliert an. Nach dem Intro geht's los. Mein Name ist Serkan und falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal sein solltest, dann vergiss nicht auf den Abonnier-Button zu klicken. Damit würdest du meine Arbeit hier auf YouTube sehr unterstützen und würdest auch keine weiteren Videos rund um die Themen Technik und Datenschutz verpassen. Als Tipp vorweg, bevor wir loslegen, auf Amazon, ich glaube, kostet das Note Package noch um die 80 bis 90 Euro, auf Samsung.de sogar etwas noch teurer. Also ich glaube, auf Amazon 80 Euro, auf Samsung.de 90 Euro, bin ich mir nicht ganz sicher, aber zwischen 80 und 100 Euro kostet das noch. Ich habe es jetzt tatsächlich über eBay Kleinanzeigen gekauft für 55 Euro. Also es lohnt sich immer, bei eBay Kleinanzeigen reinzuschauen oder bei eBay reinzuschauen, auch neu natürlich, also unbenutzt. Deswegen als kleiner Tipp auch noch hier nochmal für euch. Auf jeden Fall, hier oben können wir es öffnen und dann können wir auch schon hier über die Lasche das Ganze rausziehen. Hier ist nichts weiter drin und wir sehen schon direkt Flipcover, Netzteil und hier an der Seite haben wir auch den Stift. Was ich hier an diesem Flipcover sehr cool finde, ist, dass er hier wirklich einen Platz für einen Stift hat. Natürlich wäre es viel, viel besser, wenn wir einen Platz hier wie beim Note am Gerät hätten. Ich hoffe, dass die es beim Z Fold 4 machen werden. Da müssten die zwar auch den Stift mitliefern, ja. So, ne, hier musst du es jetzt extra kaufen. So wird nochmal separat Geld gemacht. Diese Geldpolitik war bei Samsung eigentlich immer ziemlich gut. Aber leider, 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 ja, passen die sich jetzt so ein bisschen Apple an, habe ich so die Befürchtung. Auf jeden Fall, hier haben wir unseren Flipcover und hier haben wir ein bisschen Papierkram, nichts Besonderes. Hier nochmal eine kleine Bedienungsanleitung. Ach, den kann ich ja hier so komplett rausnehmen. Das lege ich jetzt mal kurz zur Seite, schauen wir uns das mal an. Ja, okay, müssen wir gar nicht. Wir haben hier ein Bild und hier wird auch gezeigt, wie man es dann anbringen muss. So, da seht ihr es und auch, wie man den Stift dann hier einführt und so weiter. Okay, dann haben wir hier noch, ach, das sind die Spitzen. Das sind die Spitzen fürs Stift. Wir haben noch extra Spitzen dazu. Das heißt, wir können dann auch die Spitze vom Stift immer mal anpassen. Das kann ich hier so rausziehen. Da ist so eine kleine Zange mit bei, damit ich den Stift, die Spitze dann vom Stift abziehen kann und austauschen kann. So, da seht ihr es. Das ist die kleine Zange. So, jetzt haben wir den Fokus. Da seht ihr die Zange. Damit kann man nämlich so die Stiftspitze so greifen und abziehen. Und hier haben wir dann Ersatzspitzen. Ich glaube, die haben alle auch dieselbe Dicke. Das sind einfach nur wirklich Ersatzspitzen. Und die kann man dann aufziehen. Und dann natürlich zu guter Letzt unser Netzteil. Das ist ein 25 Watt Netzteil. Das heißt, das Fold 3 unterstützt auch dieses Schnellladen. Und wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Wenn ihr euch an das Kabel erinnert vom Unboxing, habe ich sogar hier. Das ist das originale Kabel, was beim Fold 3 mitgeliefert wird. Da seht ihr auch, dass wir USB-Typ C auf USB-Typ C haben und das Netzteil eben dann auch USB-Typ C hat. Wie bei den neuen Apple-Geräten quasi. Also Netzteil, Flipcover und hier an der Seite haben wir unseren S-Pen. Zieh den mal raus. Ja, da ist er auch schon. Und ich weiß auch, dass er hier direkt erkannt wird von meinem Gerät und gleich auch direkt funktionieren sollte. Und hier sehen wir auch die Aufschrift. Da steht auf jeden Fall Fold Edition. Und ja,
Dieser Stift wurde extra für das Galaxy Fold quasi entwickelt. Der Unterschied ist einfach, dass wir hier eine nicht so spitze und scharfe Spitze haben. Und deswegen ist das schon sehr wichtig, dass wir das dann auch hier in diesem internen Display natürlich, in dem großen Display hier drin, dass wir es mit diesem Stift auch nun nutzen. Ich weiß, dass noch ein Note-Stift geht. Ich glaube, der Pro-Stift, mit dem geht es auch. Aber im Großen und Ganzen sollte man sowieso mit diesem Display tatsächlich vorsichtig sein, Freunde. Weil einfach der schon anfällig sein könnte, gerade wenn man da mit spitzen Gegenständen rangeht. Deswegen lieber den Stift mit der Fold Edition nutzen. So, jetzt haben wir den Stift, wir haben unser Flipcover und wir haben das Netzteil. Und zum Flipcover kann ich sagen, ich weiß nicht, ich kenne die Samsung Flipcovers eigentlich ziemlich gut. Ich habe damit schon sehr, sehr gute Erfahrung gemacht und ich weiß, dass die qualitativ immer sehr, sehr hochwertig sind und das kann ich auch hier bestätigen. Wir haben eine raue Oberfläche, die ist sehr angenehm anzufassen, muss man sagen. Also der Cover, der ist schon ziemlich hochwertig und hier drin haben wir dann eine Rahmenumrandung. Was ich schade finde, da komme ich gleich zu, wenn ich das Smartphone einsetze, ist einfach, dass wir hier die Rahmenumrandung mit diesem Schutz nur auf einem Rahmen haben. Aber wir haben ja hier, wenn wir es zuklappen, 4 Rahmen. Und deswegen ist das schon ein bisschen schade, da ist der Schutz nicht 100%ig gegeben. Aber ich glaube, zum Case ist dieses Flipcover wirklich die beste Wahl. Original-Case von Samsung kann man eigentlich nichts falsch machen. Und vor allem, wir haben hier auch unseren Platz für den Stift mit bei. Natürlich trägt das auf, natürlich wird das Smartphone auch dadurch dicker und auch hier an der Seite ein bisschen breiter, dadurch, dass wir hier eben auch den Platz für den Stift haben. Ich weiß aber, weil ich es gesehen habe von Videos von Kollegen hier auf YouTube, dass man hier diesen Stift auch hier hochdrücken kann. Also man kann den hier wegdrücken und kann den hier aus dem Case quasi rausnehmen. Und da seht ihr auch schon, er kommt auch schon genauso. Hier kann man es nämlich, ich hätte vielleicht den Stift vorher rausnehmen sollen. Auf jeden Fall könnt ihr hier die Schale für den Stift, könnt ihr hier aus dem Case rausnehmen. Der wird hier so reingeschoben. Und dann könnt ihr diesen Flipcover auch ohne die Stifterweiterung nutzen. Und ich finde, das sieht so auch okay aus von der Seite her. So, man sieht da jetzt zwar diesen kleinen Schlitz, aber so schlimm ist es nicht. Ich werde es aber tatsächlich mit dem S-Pen nutzen, weil ich eben auch über den S-Pen ganz viele Sachen hier mit dem Fold 3 machen möchte. Und ja, von innen haben wir hier eine schöne, weiche, geschmeidige, ich weiß nicht, was das ist, so fließmäßig ist das. Ziemlich cool. Hier steht auch nochmal Flipcover with S-Pen. Und tatsächlich ist das made in Korea und nicht made in China, so wie eigentlich alles andere. Finde ich gut. Ich würde sagen, wir setzen das jetzt mal ein. Also ich glaube so rein. Ja, okay. Einfach reindrücken. Ja, ich mache es jetzt einfach rein, Bro. Was ist das? Das auch für eine Anleitung. So. So, Smartphone sitzt. Ist fest und hat Luft. Also, ich klappe es erstmal zu. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Also man hat jetzt das Gefühl, auf jeden Fall, dass das Smartphone geschützt ist. Auf jeden Fall sogar. Und für mich wirklich sehr, sehr angenehm, Freunde. Sehr, sehr angenehm und es ist komplett geschützt, hat man zumindest das Gefühl, was aber ein bisschen auch täuscht. Denn wenn man hier jetzt genau hinguckt, dann seht ihr, dass der innere Rahmen geschützt ist, ja, aber der äußere Rahmen hier, der ist nicht geschützt. Das heißt, wenn mir mein Smartphone in diesem Case hinfallen sollte, dann wird der so auf die Ecke kommen, wird erst natürlich auf die Ecke, die geschützt ist, draufknallen, aber dann hinterher rüber auf meine Ecke und wird hier das Display entweder komplett zerstören oder er wird mir hier an der Ecke eine riesen Schrammerei machen. Also achtet drauf, auch mit dem Flipcover definitiv nicht fallen lassen, Freunde. Und sonst wirklich sehr gut, also so aufklappen. Hier ist es dann so locker, ihr seht's, aber dadurch, dass er hier dann auf dem Rahmen sitzt, ist er auch wieder fest und ihr könnt dann, das merke ich gerade hier hinten mit den Fingern, hier auf diese Seite rauf und könnt es dann so festhalten.
Also jetzt ist es ja zugeklappt, deswegen hängt es halt so rüber. Aber wenn ich es jetzt aufmache, ich glaube, dann entfaltet es auch sein Potenzial. So, und ja, jetzt seht ihr es. Ich kann es jetzt so festhalten mit einer Hand und kann es so bedienen. Das heißt, der Daumen kommt hier hin, die Hand kommt hier hin. Durch den S-Pen-Einschub, den wir hier haben, der ja ein bisschen absteht, hat man die Möglichkeit, hier auch wirklich gut zu greifen. Und dann seht ihr, kann ich jetzt hier richtig greifen und kann das Ding auch mit einer Hand festhalten. Und das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es gefällt mir. Ich sehe auch, dass das hier nicht zu sehr aufträgt. Das trägt wirklich leicht auf. Das gefällt mir. Hier haben wir ja unsere Buttons und auf die hat man auch gut Zugang drauf. Nee, das ist gut. Und es fällt nicht raus. Also es sitzt wirklich bombenfest. Ihr seht es. Ich wackel dran. Es kann nicht rausfallen so. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn ich so mache, seht ihr, es kann nicht rausfallen. Nee, wirklich, Flipcover gefällt mir. Flipcover gefällt mir wirklich gut. Ich habe auch nichts anderes erwartet, ich bin ehrlich. Ich wusste, dass das genau das richtige Cover hier für mich ist, weil ich habe schon so mir ein paar Vergleichsvideos angeguckt und das ist schon genau das Richtige. Ihr seht auch, dass es hier magnetisch ist, dass ich es halt so hinstellen kann und die Kappe dann auch drauf bleibt. So, und wenn ich es runternehme, dass dann das Display angeht und wenn ich es runter mache, dass das Display dann auch ausgeht. Aber das hat auch einen Nachteil, Freunde. Einen kleinen gewissen Nachteil gibt es da. Und zwar nämlich, wenn ich das Gerät in der Hosentasche habe, dann könnte es sein, dass gerade durch diese Aussparung hier und durch diesen flexiblen Rand hier, kann mein Cover hier vorne am Display nach hinten rutschen. Und seht ihr es? Mein Display geht an. Seht ihr das? Und dadurch nämlich wird mein Akku gefressen. So, wenn ich das Ding jetzt, sagen wir mal, 3-4 Stunden in der Tasche so habe, egal ob in meiner Handtasche, Umhängetasche oder Hosentasche, wo auch immer, oder im Rucksack, ja, und der mal so hin und her spielen sollte, dann seht ihr, dass das Display an- und ausgeht. Und dadurch mein Akku natürlich auch schneller leer geht. Also darauf muss man schon so ein bisschen achten. Das ist natürlich ein riesen Nachteil, wie ich finde. Aber ansonsten gefällt mir das sehr, sehr gut. Auch hier die Kamera ist sehr gut geschützt. Auch von der Seite hier, da seht ihr es. Also der guckt da auch nicht über oder so. Ist auch gut geschützt. Und im Großen und Ganzen hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass das Smartphone viel sicherer ist als wie ohne Case. Weil ohne Case habt ihr einfach nur so ein Stück Glas, so hochwertig verarbeitetes Glas in der Hand und habt Angst, es fallen zu lassen. Aber so kann man damit locker durch den Alltag gehen, Freunde. So, jetzt nehmen wir mal unseren S-Pen raus, klappen das Gerät mal auf. Wichtig zu wissen ist, dass euer S-Pen am Außendisplay nicht funktioniert. Egal wie sehr ich hier rumtouche, ihr seht, es funktioniert gar nichts. Und wenn ich es jetzt aufmache, so seht ihr, dass wir jetzt da sind. Und hier kann ich mein S-Pen direkt nutzen, Freunde. Es eröffnet einfach ganz, ganz große Möglichkeiten mit dem S-Pen jetzt hier auf diesem Tablet, was ich alles machen kann. Und zwar nämlich kann ich hier auf die S-Pen-Taste drücken. Und ihr seht, es öffnen sich alle S-Pen-Features, die es gibt, von Notiz erstellen, alle Notizen anzeigen, Screen-Notiz herstellen, Live-Nachrichten, AR-Zeichnung, Übersetzung, Pen-Up und ich kann weitere auch hinzufügen. Wenn ich jetzt Notiz erstellen mache, kann ich hier wirklich direkt hier malen, könnt ihr sehen, richtig nice. Und hier auch direkt eine Notiz quasi notieren und die dann auch für mich behalten. Also richtig cool gelöst, Freunde. Richtig cool gelöst. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Features sind schon geil, die dieses Gerät hier wirklich zu bieten hat. Gerade mit dem S-Pen ist es nochmal umso besser. Ja, und das ist eben der S-Pen, mit dem man wirklich hier auch sehr, sehr viele erweiterte Möglichkeiten dann geboten bekommt. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass man den hier extra fürs Fold auch nochmal entwickelt hat. Denn ohne den S-Pen wäre der Fold auch nicht so interessant für mich gewesen. Das war's auf jeden Fall jetzt hier mit dem Flipcover, mit dem Set, mit dem Note. Nee, nicht Note. Wie heißt das Ding nochmal?
Doch, Note Package nennt sich das Teil für das Fold 3. Ich bin froh, es gekauft zu haben für 55 Euro. Wie gesagt, guckt auf alternativen Plattformen wie eBay Kleinanzeigen oder eben eBay. Da findet ihr es nochmal günstiger. Ich finde es gut. Es gibt auf jeden Fall ein sicheres Gefühl, auch wenn es nicht 100%ig schützt. Ja, wie ihr hier an der Leiste sehen könnt, an der Seite, gibt es trotzdem ein ganz, ganz sicheres Gefühl. Ihr habt viel besseren Grip damit. Wie gesagt, hier hinten durch den S-Pen-Einschub, den man dann auch nochmal so mit der Hand greifen kann, gibt das nochmal ein viel, viel sichereres Gefühl und auch viel mehr Grip für das Smartphone. Deswegen meine absolute Empfehlung, geht auf jeden Fall raus. Und außerdem braucht ihr auch das Netzteil, deswegen greift zu, Freunde. Und der S-Pen, einige mögen es, andere nicht. Für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ihr habt hier auch gleich den Einschub damit dabei. Und wie gesagt, wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr es einfach rausschieben. Besser geht's nicht, meiner Meinung nach. Ja, Leute, und wie gesagt, das war es jetzt auch wirklich mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei jedem, der am Start war, und würde mich über ein Like, Abo und einen Kommentar selbstverständlich freuen. Für Fragen stehe ich immer zur Verfügung. Ihr wisst Bescheid. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Euer Techmaster.